Moin an alle, ja, Gucker von diesem Video. Ich war auf dem Flohmarkt mit meinem Bruder bei einem, aber sehr kleinen, mehr so ein, ja, Wohngemeinschaftsflohmarkt. Ein bisschen haben wir gefunden, nicht viel, aber das Wenige zeige ich euch jetzt. Immer auf dem Flohmarkt was Gutes zu finden, ist schwierig. Diesmal war an unserem Sonntag nur so ein kleiner, ja, es ist so eine Wohngemeinschaft, so kann man sagen. Also das sind schon Einzelhäuser, das ist wie so eine kleine Minisiedlung, die aber so eine Art gemeinschaftliches Wohnen hat mit viel Gemeinsamkeit oder mit viel gemeinsamen Räumen und Aktionen. Und die veranstalten einmal im Jahr einen Flohmarkt und jetzt war einer. Auch welche, die von außerhalb kommen, die da sich hinstellen, aber es sind nicht so viele. Naja, so ein bisschen schaut man doch. Da hier und da haben wir schon mal in der Vergangenheit Sachen gefunden, die wirklich sehr schön waren, auch ältere Sachen. Und ja, ansonsten ist da eigentlich sehr, sehr viel für Kinder, junge Kinder, neue Sachen, allgemeiner Trödel. Aber jetzt, ja, für das, was ich hier meistens präsentiere, das ist schon weniger gewesen. Aber so ein paar Kleinigkeiten habe ich mit meinem Bruder gefunden. Diesmal so ein bisschen habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr gefunden als er. Und ich kann euch gleich sagen, Computerspiele waren diesmal nicht dabei. Da waren so gut wie keine. Einer hatte ein paar Wii-Spiele, die hatten wir aber alle bereits. Und in FIFA nehme ich nicht so wirklich mit. Naja, kurze Rede oder langer Sinn oder wie auch immer. Was habe ich gefunden? Und zwar den Anfang macht dieses Buch von Julian Press. Oder Julian Press ist ein deutscher Autor. In zweiter Generation. Ich glaube, sein Vater, jetzt muss ich dann gucken, der Name. Press ist ein bekannter Autor eigentlich auch schon von dieser Art Bücher, beziehungsweise sein Vater. Ich glaube, Hans-Peter Press. Jetzt muss ich jetzt, rate ich jetzt gerade, weil ich habe gerade nachgeguckt, das stand jetzt hinten nicht drin. Auf jeden Fall, der hat diese Art Wimmelbildbücher gemacht. Also die Abenteuer der schwarzen Hand ist von seinem Vater, war ein mega tolles Buch, ein kleiner Ratekrimi. Und ähnlich ist das auch hier, eine Finde-den-Täter-Geschichte, der Dieb im Saurierpark, wie das Buch heißt. Man liest diese Geschichte und hat dann gleichzeitig so eine Art Wimmelbildbilder. Das heißt, man muss in diesem Bild dann die Hinweise suchen. Hier zum Beispiel, was hat der Junge hier als Unterschied erkannt? Wo fehlt was? Sucht man Unterschiede oder finde gewisse Gegenstände und so weiter in diesen Büchern. Ja, also diese sind etwas neuere Bücher, aber sind auch sehr, sehr schön und liebevoll gezeichnet und ich finde, dies ist eine sehr schöne Buchreihe. Ich habe noch von dem Julian Press ein dickes Buch von Finde den Täter, auch sehr, sehr schön. Ansonsten hatte der Ravensburger Verlag früher auch kleine, ja, wie Mickey Mouse Hefte, dicke Hefte rausgebracht mit diesen Rätselsachen von seinem Vater und die habe ich auch immer als Kind geliebt und die Abenteuer der schwarzen Hand. Das solltet ihr mal googeln, denn das ist das Beste wahrscheinlich. Aber das Buch ist großartig, eine tolle Krimi-Geschichte und ja, da hat man Rätsel zu lösen. Naja, wie gesagt, das gab es für, ich habe jetzt 3 Euro bezahlt an ein Kind und das fand ich dann auch wert. Ich habe ein bisschen mit dem geschnackt und man will natürlich den Preis für ein Kind haben. Neu kostet das 10 Euro, also man wollte erst 4, ich habe dann doch auf 3 runter, weil das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Ich habe da so ein bisschen hin und her, aber nein, 3 Euro war völlig in Ordnung. Das Kind muss ja auch lernen zu handeln, aber das, ich habe liebevoll gehandelt. Ja, dann gab es eine Audio-CD, die habe ich geschenkt gekriegt, aber ich hätte sie normal nicht gekauft. Es lag daran, wir haben dann im letzten Stand auf dem Flohmarkt, das ist so ein bisschen mehr wie so ein Durchgang durch diese Siedlung, so dass man wirklich ein Anfang und Ende hat, zwei Abzweigungen und so weiter mit Händlertischen, also, aber egal. Und da hat einer CDs aufgebaut, sehr viel. Der wohnt da auch und hat immer sehr viel und wir kommen uns reden. Und ich sah eine CD, das ist ein Sampler, darum geht es auch gar nicht, die habe ich noch in der Art noch nie gesehen. Und zwar erstmal, es geht hier um Halbzeit, das ist so ein Musiksampler hier mit Scooter drauf, Max Rabe, Dieter Thomas Kuhn, DJ Ötzi, Klaus und Klaus. Es war 2006, aber darum geht es gar nicht. Die Hülle ist es. Die Hülle ist so dick wie eine PlayStation 1 Hülle. Wirklich, da kann ich einen Cover von der PlayStation 1 reinpacken. Das habe ich bei einer Audio-CD noch nie gesehen. Unabhängig davon ist diese hier auch sehr, sehr schön gemacht. Diese. Also, das kann man auch... Jetzt
ist auch ein kleines Booklet drin. Und ihr könnt sehen, auch hier CDs drin, so ein bisschen wie Fußball aufgemacht, geht ja um Fußball. Aber es ist auch so eine 3-CD-Hülle. Also ich finde es richtig genial. Ich könnte da jetzt eine 3-CD PlayStation 1 Edition reintun. Cool. Habe ich so noch nie gesehen. Für mich bleibt es hauptsächlich, dass ich die Hülle behalte. Einfach auch so, vielleicht kann ich es für eine PlayStation verwenden. Das habe ich, wie gesagt, noch nie gesehen. Ja, und aufgrund dessen habe ich überlegt, nehme ich sie mit. Und dann hat er gesagt, oh, wir haben so schön unterhalten, schenke ich dir. Ja, dann habe ich gesagt, nehme ich mit. Also, da konnte ich dann auch nichts gegen sagen. Ja, dann gab es ein paar Figürchen an einem Stand. Da habe ich so ein paar Gummifiguren gesehen. Da habe ich für 2,50 € bezahlt für 3 Figuren. Einmal Donald und auch eine Mini. Also erstmal zeige ich euch Donald. Oh, komm, kann man hier sehen. Am Ende des Videos gibt es noch eine Detailaufnahme. Also da könnt ihr noch mal genau angucken. Dann eine Daisy, auch eine sehr schöne Figur. Passt perfekt. Donald und Daisy. Und eine Schlumpffigur habe ich schon mal mitgenommen, aber hier auch in einem anderen Zustand. Irgendwie konnte ich nicht liegen lassen. Eine aus der Serie des Astronautenschlumpfs. Ist aus den 90ern oder sogar aus den 80er Jahren diese Figur. Ja, top. Brauchte ich. Und dann eigentlich beim Rausgehen sehe ich noch auf dem Tisch so ein paar Figuren liegen. Unter anderem ein großes Babyschlumpf, Nachtlicht, guckt nicht da so, fand ich witzig. Habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich brauche kein Nachtlicht mehr. Aber daneben lag eine Pumuckl-Figur. Und zwar diese Pumuckl-Figur aus dem Überraschungsei. Die ist von 1985, wie ich gesehen habe. Eine Variation auch mit dem Hammer, sie hält so einen Hammer in der Hand. Es gibt einen mit blauem Kopf und mit braunem Kopf. Ja, das ist so eine 20-Euro-Figur. Hätte ich nicht gedacht. So eine Pumuckl-Figur im Wert von 20 Euro zu finden für 50 Pfennig oder Cent. Ja, absolut cool. Fand ich auch richtig klasse. So, dann habe ich 2 Hörspielkassetten gefunden. Die gab es für, man wollte 1,50 Euro das Stück haben. Ich habe dann im Endeffekt 2,50 Euro bezahlt. Und zwar einmal Asterix als Gladiator. Auch mit Hans Clarin als Asterix und Günter Fitzmann als Obelix. Waren richtig klasse, sind auch 80er Jahre Kassetten. Ist auch entsprechend die Kassette. Ist auch im guten Zustand. Werde ich aber nicht behalten, aber sowas nehme ich dann gerne mit. Ähnlich wie mit 5 Freunde, die werde ich aber behalten. Nummer 21. 5 Freunde auf neuen Abenteuern. Weil ich habe doch beschlossen, nachdem ich auf dem einem letzten Flohmarkt Teil 1 bis knapp 6 oder so von 5 Kassetten gefunden habe, die wirklich die Erstauflage von 5 Freunde sind als Kassette, die werde ich auch sammeln. Und hier sind halt die coolen Sprecher. Hier so mit gelber Kassette, wie auch bei den 3 Fragezeichen später. Eben halt mit Oliver Rohrbeck, Oliver Mink, Ute Rohrbeck, Maud Agermann als die 5 Freunde. Und da kann ich nicht widerstehen. Und die will ich so in meine Sammlung jetzt so haben. Das ist so ein kleines Sammelziel. Aber da habe ich Zeit. Das ist auch nichts, wo ich jetzt bei Kleinanzeigen gucke oder so weiter. Das ist wirklich Flohmarkt suchen über die nächsten Jahre. Ein kleines Ziel. Die 5 Freunde bis Nummer 22 nur. Das sind die alten Sprecher sind bis 22 und ab 23 waren das neue Sprecher. Deswegen nur bis 22 als Kassette und dann auch wirklich die frühen Auflagen. Ja. Das war von dem Teil und jetzt habe ich noch ein paar Filme gefunden. Und war zur Blu-ray-Vervollständigung beziehungsweise haben wir jetzt nicht so in der Sammlung gehabt. Ich habe auch die, glaube ich, gar nicht auf DVDs. Das heißt, es ist nichts, was ausgetauscht wird. Und zwar einmal den doppelten Spaß mit von Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Also 1 und 2. Sind auch beide da drin. 2 Filme. Und ja, bei den beiden Filmen sozusagen, die sind sehr lustig. Schöne Komödie. Oder ist ja Comedy, also sehr abgedreht und wirklich sehr lustig. Ja, und bei 2 Filmen gleichzeitig, da kann man jetzt nichts sagen. Ich glaube, mein Bruder hat die gekauft, zusammen mit Der gestiefelte Kater. Auch ein Film, den wir so oder noch nicht auf Blu-ray hatten. Ich glaube, er hat 2 Euro pro Film bezahlt. Ich habe hier jetzt, was habe ich hier bezahlt? Ein 5er zusammen. Für 2 Blu-rays noch, die ich gefunden habe. Eine wird mich verlassen, die geht an den lieben Stefan. Ich grüße dich und auch Cara Sophie und auch Diana. An dich geht Full Metal Jacket.
ist im Neuzustand, komplett sealed. Und als habe ich noch gefunden dazu, der war auch dabei, Wall Street 1 und 2, das Doppelpack der beiden Kultfilme, kann man sagen, mit Michael Douglas und Charlie Sheen, jedenfalls im ersten Film. Ja, und für den Preis, es sieht noch zielt komplett, da konnte ich nichts gegen sagen. Ja, und den Abschluss macht ein Film, den ich mit dem Kollegen, mit meinem anderen Kumpel Stefan, der wird mit F übrigens geschrieben, gerne schaue, meistens haben wir ihn einmal im Jahr geschaut, zu Weihnachten, wenn wir zusammengesessen haben. Das ist ein deutscher Film, eine deutsche Komödie, die ich euch echt ans Herz legen kann. Die ist als TV-Zweiteiler gesendet worden und ist auch auf DVD, wie gesagt, rausgekommen. Ein Film mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst. Ich gebe zu, deutsche Filme sind nicht so oft meins, aber der Film ist großartig. Und zwar hier heißt das Zwei Weihnachtsmänner. Den gab es für 1,50 Euro noch. Eine wunderbare Komödie. Eben halt hier ist er drin im Schuber mit Bonus-DVD. Und ja, den musste ich einfach haben. Wir haben ihn, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie war gerade digital zu sehen. Dann haben wir ihn geguckt. Und aber für meine Sammlung, das musste sein. Das ist so ein Film, der darf nicht fehlen. Und Pastewka ist für mich einer der ja, netten, freundlichsten. Ja, kann man nicht sagen. Es gibt so viele coole und freundliche Comedians. Aber ich habe ihn mal persönlich kennengelernt kurz, hatte ein Interview und durch den Treff habe ich ihn überhaupt getroffen. Und deswegen, ja, vielleicht blende ich jetzt hier mal kurz das Bild ein, wo ich ihn getroffen habe. Und irgendwie verbinde ich dadurch mit Pastewka eben halt ein bisschen mehr, so ein persönliches, emotionale Sachen. Und mag seine Filme und überhaupt mag ich seinen Humor. Ne? Er ist 3 Fragezeichen-Fan wie ich, also in dem Sinne. Bessere Kombi geht's dann nicht, ne? Ja, so, das waren die Flohmarktfunde von heute. Das, wie gesagt, war nur ein kleiner Flohmarkt. Ja, und mal sehen, wie die Reise dieses Jahr weitergeht. Ja, und am Ende des Jahres oder im August steht dann die Toyplosion an, diese große Spielzeug-Convention in Castrop-Rauxel. Da bin ich wahnsinnig gespannt. Also, und ja, ich weiß noch gar nicht, was ich da finden werde. Auf jeden Fall freue ich mich, da zu sein und schaue mir alles an. Und also dann damit verbleibe ich jetzt hier mit den wenigen Funden, aber mit den schönen Funden. Das Video ist heute mal wirklich kürzer und ich ja, wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Wenn ihr noch was zu sagen habt, da unten sind Kommentare. Einmal reinschreiben, wie ihr über diese kleine Ausbeute denkt, was ihr dazu sagt und ja, es muss ja nicht mal groß sein. Klein ist auch gut. Klein und fein ist auch gut. Ja, das ist vielleicht ein guter Slogan für dieses Video. Ansonsten, ja, einen Like-Button gibt es, eine Glocke zum Abo. Wenn ihr die drückt, verpasst ihr kein weiteres Video. Und ja, abonniert, falls ihr es noch nicht habt. Ich freue mich über jedes Abo, denn das hilft auch mir einfach mehr Content zu bringen, beziehungsweise, dass man auch ein bisschen mehr gesehen wird. Das heißt, ein bisschen mehr Feedback. Naja, egal, das war das schon. Ansonsten, ja, Kommentare nicht mehr vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!